Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hooked on You. Ich bin tot, aber wir probieren es einfach nochmal, ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie weit ich zurückgesetzt werde. Ich hoffe nicht zu weit. Ah ja, hier, okay. Klick, 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 warum nicht? Klick, 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 klick. Und ich sage besser nichts. Du schaust verwundert und weißt nicht genau, was du in diesem Moment sagen sollst. Während du dem Gespenst auf den Rücken starrst, dreht sich ihr Kopf und sie bemerkt, dass du sie ansiehst. Entschuldigung, stimmt irgendwas nicht? Ich habe gerade darüber nachgedacht, was du durchgemacht haben musst, um so zu enden. Es muss furchtbar gewesen sein. Es war schlimmer als der Tod. Wenigstens hat man den Tod irgendwann durchlitten. Aber ich möchte das nicht vergessen. Es hat mich buchstäblich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Die Wahrheit ist, dass ich all diese Glassplitter, die in meinem Fleisch stecken, jetzt herausziehen könnte, wenn ich es wollte. Aber das will ich nicht. Jeder Splitter erinnert mich daran, was mein Vater mir angetan hat und was die Welt ihm angetan hat. Deswegen weigere ich mich, das Spiel des Universums zu spielen. Ich hasse die Vorstellung, dass ich gezwungen sein würde, mich dem Druck zu beugen, so wie er es am Ende getan hat. Die Art und Weise, wie Angst und Wut in ihm aufsteigen und dann hervorbrachen, wie sein Elend unser Haus überflutete und uns alle ertränkte. Meine Güte. Es ist schwer, nicht an Rache zu denken. Der Drache in mir macht mit mir, was die Welt mit ihm gemacht hat. Ich muss gegen ihn ankämpfen, auch wenn er mir Kraft verleiht. Ich muss die Kontrolle behalten. Du bist stärker, als er es je war. Da bin ich mir sicher. Das weiß ich zu schätzen, Dee. Ich denke, ein bisschen Hilfe ist nicht schlecht im Leben. Ist nicht schlecht im Leben. In der Liebe. Diese Welt ist zu kompliziert, um sie allein zu ertragen. Vielleicht könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um meine empfindlichen Zehen einzucremen. Weißt du, wenn du deinen Körper in grausamen Posen verrenkst, macht das deinen Gelenken ganz schön zu schaffen. Sie verreibt die Creme auf ihrer Haut. Ich bin bereit. Oh, nicht schlecht. Perfekt. Ich wollte eigentlich alles perfekt machen. Nicht schlecht. Oh! Du lagst komplett daneben. Warum bin ich so schlecht? Warum bin ich so schlecht? Warum war ich beim Zerhacken so gut und wieso bin ich beim Eincremen so schlecht, wenn es um was geht? Nun, ich nehme an, dass die Creme irgendwann dorthin gekommen ist, wo sie hingehörte. Und du warst nicht allzu verschwenderisch. Ich bin keine Frau, die es für eine gute Idee hält, Dinge zu überstürzen, nur um sie zu erledigen. Wenn es ein nächstes Mal gibt, wirst du es noch besser hinbekommen, da bin ich mir sicher. Wenigstens lebe ich noch. Du blickst auf den Leuchtturm, dessen bedrohliche dunkle Silhouette über diesen Moment zwischen dem Gespenst und dir schwebt. So bedrohlich er auch sein mag, in diesem Fall tut er dir einen Gefallen, indem er ein weiteres unheilvolles Stöhnen von sich gibt und ein schwarzes Licht ausstößt, das dich aus dieser unangenehmen Stille rettet. Ja, hervorragend. Wie aus dem Nichts taucht ein uraltes Schiff auf dem Wasser auf. Es leuchtet und ist selbst ein Monument des Todes. Ein Geisterschiff, das vor Hunderten, vor Jahrhunderten auf diesen Meeren fuhr. Eine zerfledderte schwarze Flagge peitscht in der Meeresluft über dem Schiff, das auf die Küste zusteuert. Bevor es auf die Felsen aufläuft, es muss vom Leuchtturm angezogen worden sein. Du hörst in der Ferne das Geschrei der Seeleute, als das alte, hölzerne Geisterschiff auseinanderbricht und im Wasser versinkt. Oh, richtig. Das tut es manchmal auch.
Sollten wir vielleicht, etwas unternehmen? Nö. Darum kümmern sich die Haie. Innerhalb einer Minute ist das Meer wieder ruhig, bis auf die Wellen. Memo an mich selbst, hungrige Haie. Aber diese zeitreisenden Piraten, oder wer auch immer sie waren, du bist dir halbwegs sicher, dass du eine dieser Totenkopfflaggen gesehen hast, sind nicht die einzigen, die heute hierhin gelockt wurden. Es ist der Geist. Er ist zwischen den Palmen hinter dir herausgekrochen. Ich bin nicht hier, um deine Verabredung zu stören oder so. Ich bin dafür hergekommen. Der Geist zeigt auf den Leuchtturm. Es ist ihm egal, wer ihn anschaut. Ich habe ihn gesehen in meinen Träumen. Er wirft sein seltsames Licht auf mich. Ich kann ihm nicht ausweichen, durch Wälder und Mauern. Nichts scheint ihn davon abzuhalten, sich nach mir zu richten. Mann, was für ein verwutschter Leuchtturm. Das passiert jedem irgendwann einmal. Du bist nicht mehr wert als ich, die toten Piraten oder die Meerjungfrau, die ich einmal an Land gespült sah. Irks. Meerjungfrauen sind übrigens in echt nicht annähernd so schön wie im Film. Eher Meerhexe als Unterwasserprinzessin, wenn du mich fragst. Das ist alles Teil einer riesigen Verschwörung. Ein epischer Fluss von Lügen, der unter der Insel verläuft. Oder so ähnlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es herausgefunden habe. Jedenfalls die grundlegenden Dinge. Wenn du mit mir kommst, kann ich... Du kannst deinen Kopf kürzer gemacht werden! Das Gespenst schwingt ihr Katana und schneidet dabei fast ein paar Köpfe vom Oberteil des Geistes ab. Er versteht den Wink mit dem Zaunpfahl und weicht langsam ein paar Schritte zurück. Für einen ruhigen Typ hält er wirklich nie den Mund. Okay, so soll es sein. Du wirst sehen. Endlich allein. Die Spannung ist gebrochen, das Stöhnen der Toten verstummt und der Geist wurde wieder... wohin auch immer verbannt. Du rückst näher an das Gespenst heran und atmest die feuchte, neblige Luft ein, die von ihr auszugehen scheint. Es ist nicht ganz klar, wie diese ganze Nebelsache funktioniert, aber das ist dir egal. Du empfindest diesen Augenblick als etwas Besonderes. Das Gespenst scheint es auch zu spüren. Sie fängt an, ihren Bademantel zurechtzurücken und du kannst einen Blick auf den Badeanzug darunter werfen. Hurra! Für jemanden, der zu beweisen scheint, wie wenig er sich darum schert, was alle anderen denken, hat sie eine Menge Arbeit hineingesteckt, in diesen Badeanzug zu kommen. Allein für die Bänder braucht man schon Tage. Aber du bist so sehr auf das konzentriert, was mit dem Gespenst passiert, dass du die nächste Störung nicht kommen siehst. Ah! Ich komme mir zu nichts, habe ich das Gefühl. Und Claudette und Dwight stürmen herein und unterbrechen dich dabei, was auch immer du gerade tust. Es sieht nicht so aus, als hätten sie sich Sorgen gemacht, dass sie in irgendwas Besonderes hineinplatzen. Wir sind hier, um eine sehr dramatische Ankündigung zu machen. Nun, eigentlich sind wir hier, um dich einzuladen, zurück zum Strand zu kommen. Wir werden dort eine sehr dramatische Ankündigung machen. Es ist schwer, gleichzeitig Produzenten und Moderatoren zu sein. Sollten Überlebende nicht in Vierergruppen arbeiten? Aus irgendeinem Grund schon. Als du am Strand ankommst, merkst du, dass du reingelegt wurdest. Obwohl sie eine Ankündigung versprochen hatten, stehen Dwight und Claudette einfach nur ganz still da. Das ist absolut nicht das, was sie versprochen hatten. Moment mal, hier gibt es doch gar keine Ankündigung. Aber es gibt immerhin mich. Hast du Matsch in den Ohren, Freundchen? Ich habe dir gesagt, dass du verschwinden sollst. Kapierst du es denn nicht? Ich will verschwinden und du doch auch. Aber ich kenne den Weg da raus. Ich habe eine Karte in meinem Geheimversteck. Also buchstäblich. Zumindest im übertragenen Sinne. Ja, ich kenne den Unterschied. Deshalb solltest du Deshalb solltest du das Gespenst stehen lassen und stattdessen den Rest der Nacht mit mir verbringen.
Du hast ein Geheimversteck? Verdammt. Wer hat dir was von einem Geheimversteck gesagt? Ich sagte, ich meine geheim. Geheim. Mit meinem geheimen Besteck. Okay? Mein Besteck. Nutze ich immer nur im Geheimen. Verstanden? Lenk jetzt mal nicht vom Thema ab. Geheimes Besteck? Frag mich bitte jetzt nicht, worüber er spricht. Du versuchst, mir den ersten schönen Tag zu vermiesen, den ich seit keine Ahnung wie lange habe. Es ist nicht einmal klar, welches Jahr wir haben, aber seit immerhin einer Weile. Ich lasse mich nicht für Leute wie dich so einfach abservieren. Es liegt nicht an mir, dass alles schief geht. Wie ich immer wieder versuche, es dir zu erklären, es liegt an dieser verdammten Insel. Ich muss mich mit dieser unangenehmen Wahrheit abfinden. Ich bin davon überzeugt, dass das, was hier passiert, unser Schicksal ist. Es liegt nicht in der Macht von irgendjemandem. Es ist einfach so, wie es ist. Es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Was weißt du schon vom Kämpfen? Alles, was du weißt, ist, dass du dich hinter deinem gruseligen Geheimbesteck versteckst und wie ein Baby jammerst, während es mit seinem Glockenspiel bimmelt. Also erzähl mir nicht, wogegen ich mich wehren kann und wogegen nicht. Ich wurde als Kämpferin geboren. In mir lebt ein Drache. Ich muss einfach kämpfen, selbst wenn ich mich am liebsten verstecken würde. Siehst du nicht diesen riesigen Hut? Er ist eine Metapher. Wenn ich ein Schicksal habe, dann ist es mein Schicksal, jeden Kampf zu gewinnen, der sich irgendwie ergibt, klar? Leute! Oh, du versteckst dich. Ich habe gesehen, wie du dich versteckst. Du machst deine kleine, wie heißt das noch, deine Phasenverschiebung. Das ist im Grunde eine Tarnung. Und wir alle wissen, dass Tarnung eine Art, sich zu verstecken ist. Leute. Du tarnst dich. Ich tarn mich nicht. Ich bin keine Tarnkünstlerin. Ich trete frei von der Leber weg auf. Du kannst mich nur einfach nicht sehen. Du hast keine Ahnung, wovon sie reden, aber das hört sich an wie ein kurzer Thread in einem Videospielforum, falls es so etwas gibt. Nicht, dass du das auch noch wüsstest. Es sieht jedenfalls nicht so aus, als würden Dwight und Claudette das Thema beenden können. Also ist das jetzt dein Job. Ahem! Ich glaube, ich wurde hergebracht, um eine Entscheidung zu treffen. Also werde ich das jetzt tun. Und ich wähle... Wir bleiben bei dem Gespenst, richtig? Richtig. Wenn es drauf ankommt, ist keiner der beiden besonders liebenswürdig. Ich meine, verdammt, das Gespenst hat buchstäblich zerbrochene Glasscherben, die aus ihr herausragen, aber sie hat einen gewissen Zauber in ihrer Düsternis. Das Gespenst und ich hatten eigentlich eine so schöne Zeit. Und abgesehen davon, wenn es mein Schicksal ist, auf dieser Insel zu landen, nun ja, dann zum Teufel mit dem Schicksal, ehrlich. Versteh das bitte nicht falsch, lieber Geist, aber so viel Peinlichkeiten, wie du an einem einzigen Tag von dir gibst, das ist kein Wunder, dass du so dünn bist. Deine ganzen Selbstzweifel müssen eine Menge Kalorien verbrennen. Keine Angst, ich nehme das nicht persönlich. Es ist... Ja, okay, es ist wahr. Ich kann ein bisschen peinlich sein, das stimmt. Manchmal. Okay, ich bleibe also beim Gespenst. Das Gespenst atmet erleichtert durch. Ich habe schon genug zu rächen, ohne dass ich dich und den Geist auch noch töten muss. Hurra, ich habe, glaube ich, wieder überlebt. Irgendwie. Das Gespenst führt dich um eine Ecke, um dir etwas zu zeigen, das sie an diesem Ort gefunden hat und von dem sie wusste, dass es mit ihrer Reise in Verbindung stehen sollte. Einen Kirschbaum. Es ist nur ein kleines Bäumchen, aber es hat angefangen, Blüten zu treiben. Es ergibt keinen Sinn, hier an diesem Ort einen Kirschbaum vorzufinden. Es ergibt auch keinen Sinn, ein Gespenst in einem schwarzen Badeanzug zu sehen, also nimm es einfach hin, wie es ist. Als das Gespenst an den Baum herantritt, reißt eine kalte Brise ein paar Blütenblätter ab, die um euch beide herum durch die Luft wirbeln. Kennst du die Bedeutung der Kirschblüte? Sie ist wunderschön. Aber auch ziemlich symbolbehaftet. Natürlich ist ihre Bedeutung wie die aller... Natürlich ist ihre Bedeutung wie die aller guten Symbole. Ziemlich kompliziert.
Was bedeutet sie für dich? Für viele Menschen ist der Aufenthalt inmitten von Kirschblüten wie ein Fest des Lebens. Die Menschen legen weite Strecken zurück, nur um in der Nähe ihrer Schönheit zu sein. Doch so schön sie auch sein mag, die Blüten sind keine Form von Magie. Sie sind einfach Blüten. Sie verwelken schnell und fallen schnell ab. Und deshalb sind sie auch ein Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens und für unsere Sterblichkeit. In gewisser Weise ist es das Gespenst des lauernden Todes, das die Aufmerksamkeit auf diesen besonderen Moment lenkt, das Leben zu sehen und zu schätzen. Wie fühlst du dich mit dieser Dualität, Dee? Ermutigt, frustriert, unsicher. Vielleicht unsicher. Die Frage des Gespenstes ist nicht leicht zu beantworten. Du willst sie beeindrucken, aber du willst auch dir selbst treu bleiben. Eine ganze Bandbreite menschlicher Erfahrung erstreckt sich vor dir und du fühlst dich wie gelähmt von den vielen Möglichkeiten. Und das ist gut so. Das war keine einfache Frage mit einer einfachen Antwort. Wer weiß, ob das Gespenst selbst überhaupt eine Antwort hat. Doch wie die verwelkenden Blüten zu deinen Füßen könnte... Doch wie die verwelkenden Blüten zu deinen Füßen, könnte diese Chance auf eine Verbindung mit der schönen Person vor dir vergänglich sein. Ist eine dieser Antworten die bessere Wahl? Oder bist du unsicher? Okay, dann bin ich jetzt frustriert. Ich glaube, sie ist so düster, ich sag mal frustriert. Während du den Baum ansiehst und über die Frage vom Gespenst nachdenkst, denkst du auch über deine eigene Lage nach. Du bist hier gestrandet, weißt nicht warum und hast keinerlei Kontrolle über das, was passiert. Die Schönheit dieser Insel, die Aufmerksamkeit eines so interessanten Begleiters, das sollte dir Freude bereiten. Dafür bist du aber auch völlig verwirrt und hoffnungslos. Du schaust nach unten und siehst eine verwelkende Kirschblüte auf dem Boden zu deinen Füßen. Während du sie anstarrst, beginnt etwas in dir zu wüten. Wie ein Drache. Wie kann jemand Trost finden, auch nur für einen Moment, wenn Tod und Verfall am Horizont erscheinen? Das macht mich so frustriert. Es macht mich so wütend. Ich will etwas dagegen tun. Ich will mich gegen diese verdammte Realität wehren. Das Gespenst lässt sich los und bleibt trotz deiner brodeligen Wut ruhig. Sie muss solche Gedanken kennen. Hat sie dich deshalb gefragt, damit du die Dinge aus ihrer Sicht siehst? Ich will am Leben sein! Du fühlst dich in diesem Moment mehr mit ihr verbunden als jemals zuvor. Du fragst dich, fühlt sie dasselbe? Einst entstanden die gefallenen Kirschblüten. Einst konnte ich mal richtig lesen. Einst standen die gefallenen Kirschblüten für die Seelen der Samurai. Für diejenigen mit einem edlen Charakter, die ihren Tod nicht fürchteten. Diejenigen, die beim größtmöglichen Opfer getötet wurden, zu Ehren ihres Kaisers. Ihr Leben war kurz, aber ihr Ziel verlieh ihnen Schönheit. Diese Krieger sahen den Tod kommen, aber sie verzweifelten nicht. Sie stellten sich ihm. Sie ergriffen ihre Schwerter. Sie griffen sich ihre Schwerter und verdrängten ihre Angst. Aber trotz des Samurai-Geistes, der in mir weiterlebt, in meiner edlen Reihe von Ahnen. Mein Leben ist zu Ende, aber mein Tod zieht sich weiterhin. Der Kreislauf des Lebens ist wie eingefroren. Dieser Kirschbaum, er ist nicht echt. Obwohl seine Blütenblätter abfallen, wachsen sie bald wieder nach. Es sieht so aus, als ob ihn jemand hier aufgestellt hätte. Dir fällt auf, dass das Gespenst ihre Worte sehr bedacht wählt. Von etwas, das keinen Respekt vor dem Gleichgewicht von Leben und Tod hat. Der Ozean. Der Ozean? Spricht er mit dir? Das Gespenst ist verwirrt. Sie muss nicht laut sprechen, um dir ihre Antwort zu geben. Also spricht der Ozean nur mit mir. Ja? Du willst dem Gespenst unbedingt von dieser zutiefst beunruhigenden Stimme erzählen, die manchmal in deinem Kopf auftaucht. Die Stimme, die sich der Ozean nennt. Aber du kannst es nicht.
Sie würde es nicht verstehen. Ihre Reise hat vor langer Zeit begonnen, aber deine beginnt gerade erst. Du versuchst dich an diese Stimme, an diesen Moment zu klammern und ihn mit dieser besonderen Person, die vor dir steht, zu teilen. Was hält dich vom Sprechen ab? Du musst dich später an diesen Moment erinnern. Aber du fängst schon an zu vergessen. Tut mir leid, euch zu unterbrechen. Ihr wisst, dass wir euch nicht glauben, oder? Ja. Aber dieses Mal haben wir einen wirklich guten Grund. Es hat nichts damit zu tun, dass wir von einer unsichtbaren Macht manipuliert werden, denn das ist definitiv nicht der Fall. Niemand hat euch vorgeworfen, aber okay. Wir sind nur hier, um euch zu sagen, dass es Zeit zum Essen ist, Dummerchen. Greift zu, solange es noch warm ist. Ich schätze, es ist Zeit zu gehen. Oder wie auch immer. Danke, dass du heute etwas Zeit mit mir verbracht hast. Ich habe es genossen. Ich auch. Essenszeit und Essenszeit bedeutet, ich mache jetzt eine kleine Pause, es wird wieder gegrillt. Zumindest klingt das nach Grill. Ich sehe auch zwei aufgestellte Grills. Gut, Zeit zum Essen. Leute, dann machen wir eine Pause. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal dann. Macht es gut, euer Anne und Die. Tschüss, Leroux.